der Tag der Wende. Nach 30 Jahren Machtverlust für die SPÖ. Eine Regierung auf ihrem Weg zur Angelobung. Magnetkarten öffnen Sicherheitssperren. Der Tunnel unterm Ballhausplatz. Es war traurig, es war fast deprimierend. Vor allem jetzt für die ÖVP-Fraktion, für die Angelobungen nichts Neues waren. Das waren immer Freudentage und strahlendes Händeschütteln, Blitzlicht, Gewitter. Ein freundlicher Bundespräsident. An dem Tag war alles ganz anders. Am Ballhausplatz Demonstranten. Unten durch die Minister. Es war eine bedrückende Stimmung. Also für mich persönlich war es äußerst unangenehm und auch traurig. Natürlich ist es nicht angenehm, dass man, weil über der Erde die Sicherheit nicht garantiert werden konnte, dass man in einem Rechtsstaat dann durch einen Tunnel zum Bundespräsident gehen muss. Die Angelobung der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung wird live im Fernsehen übertragen. Bundespräsident Klestil demonstriert seine Ablehnung des Kabinetts Schüssel. Trotz nun vieler Jahre in der Politik glaube ich, ein Mensch geblieben zu sein, den man ansieht, ob er sich freut oder ob er Sorge hat. Ich trage keine Maske, hinter der ich meine Gefühle verberge. Donnerstag, 20. Jänner 2000. Es wird die Nacht des Scheiterns. Im Hotel Cavalier auf der Wiener Linzer Straße treffen sich die Spitzen der ÖVP. Das Treffen ist geheim. Kein Journalist erfährt den Ort der Sitzung. Selbst in den Terminkalendern der Politiker sind falsche Ortsangaben eingetragen. Aus den Bundesländern treffen die ÖVP-Landeshauptleute ein. Wolfgang Schüssel will in den entscheidenden Stunden alle Machtzentren der Partei einbinden. Die ÖVP wartet auf eine Entscheidung der SPÖ. Diese Sitzung habe ich sehr intensiv erlebt, denn an diesem Donnerstag war ja der Philharmonikerball. Und mein Mann ist mit Frack nobel gekleidet in der Wohnung gesessen, hat auf mich gewartet. Auftakt zum Philharmonikerball. Historische Entwicklungen münden in einer Groteske. Viktor Klima setzt die entscheidende Präsidiumssitzung um Mitternacht an, wegen einer Balleröffnung. Klima wollte, dass ich unbedingt bei dieser Sitzung dabei bin und er wollte mich nicht in den Konflikt bringen, entweder an der Sitzung teilzunehmen oder am Philharmonikerball, was auch an sich ja wirklich wurscht und bedeutungslos ist. Selbstverständlich wäre ich der Pflicht nachgekommen und hätte das andere sein gelassen. Kein Linkswalzer. Die ÖVP-Spitzen beraten über die Folgen eines Scheiterns der Koalitionsverhandlungen und sie schauen Zeit im Bild. Im Parteivorstand in diesem Wiener Hotel hat Schüssel gesagt, wir können das nicht an der Person scheitern lassen. Wir kommen da in die Optik der Machtgier. Ich werde daher, wenn ihr einverstanden seid, dem Bundeskanzler Klima anbieten, einen Fachmann. Wir haben den Wolfgang Schüssel gebeten, in der ZIP 2 das kundzutun. Der ÖVP-Obmann fährt ins ORF-Zentrum. Schüssel hat am Nachmittag lange mit Viktor Klima gesprochen. Die ÖVP fordert den Finanzminister. Schüssel weiß, dass der SPÖ-Vorsitzende keinen Spielraum mehr hat. Klima kann den populären Edlinger nicht opfern. Jetzt geht es bereits um die Frage, wem die Schuld am Scheitern gegeben wird. Wir haben nach der Zeit im Bild 1, die haben wir uns natürlich gemeinsam angeschaut gehabt, haben wir gesehen, dass hier einfach von der SPÖ versucht wird, den schwarzen Peter oder die Verantwortung ausschließlich in unsere Richtung hinzuschieben. Daher wollte ich eine letzte Brücke bauen. In dieser Nacht werden im ORF Newsroom Nachrichten gemacht und als Botschaft versendet.
Als SPÖ-Verhandler Heinz Fischer im Zeit im Bild 2 Studio eintrifft, erfährt er, dass auch Wolfgang Schüssel kommen wird. Fischer ist überrascht. Er ahnt nicht, welches Signal der ÖVP-Chef übers Fernsehen ins SPÖ-Präsidium schicken will. Klimas Stellvertreter bereitet die Zuseher auf ein Scheitern des rot-schwarzen Paktes vor. Ich kann diesen Optimismus nicht aufrechterhalten. Wie ich mit meinem Gespräch fertig war und Schüssel in das Studio hineingegangen ist, hat er gesagt, musst du schon weglaufen oder hast noch ein bisschen Zeit? Und ich habe gesagt, na, ich habe Zeit. Hat er gesagt, na, dann warte auf mich. Schüssel sucht in den Stunden vor der entscheidenden SPÖ-Sitzung Verbündete. Suchen wir doch gemeinsam einen unabhängigen Finanzminister vor, suchen wir ihn aus, schlagen wir ihn gemeinsam vor. Am Nachmittag hat Schüssel Wiens ÖVP-Vizebürgermeister Görg zu Michael Häupl geschickt. Der sieht rot und schwarz wie zwei Züge aufeinander zurasen. Keine Chance für Weichensteller. In den Gängen des ORF-Zentrums reden Schüssel und Fischer noch einmal miteinander. Fast eine halbe Stunde. Es ist die letzte Verhandlungsrunde vor dem Scheitern. Ich habe aber im ZIP2-Studio noch Heinz Fischer getroffen, den heutigen Nationalratspräsidenten. Habe dann nachher mit ihm auch ein Vier-Augen-Gespräch geführt und habe ihm auch noch einmal meine Motive erläutert. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass zumindest manches für Heinz Fischer durchaus interessant und neu gewesen ist. Am Nachmittag im Gespräch mit Viktor Kliemann nennt Schüssel einen Namen: Helmut Kramer, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes. Er soll Rudolf Edling als Finanzminister ablösen. Kliemann hat nicht abgelehnt. Zu Schüssel sagt er, es wird sehr schwer werden. Wie ich ins Zimmer des Bundeskanzlers gekommen bin, hat er so gemacht und war schon im Telefongespräch mit Schüssel. Nachher dann hat mir in der Nacht noch Viktor Kliemann angerufen, ein sehr langes Telefonat, und hat sich darüber beklagt, dass ich das noch öffentlich gemacht habe, diesen Vorschlag. Es war ein eigentlich gespenstisches Gespräch, weil offenbar beiden bewusst war, wenn sie jetzt kein Ergebnis erzielen, dann geht der Bundeskanzler in das SPÖ-Präsidium mit einer ÖVP-Forderung, die nicht akzeptabel ist. Und er hat auch immer wieder einen Ansatz gegeben. Und wenn der Bundeskanzler gesagt hat, also gut, ich sehe, du kannst nicht und willst nicht anders, gut, dann hat es ja keinen Sinn mehr, hat der Schüssel wieder einen Anlauf genommen. Und wenn der Schüssel gesagt hat, ja gut, also anders kann ich nicht, hat der Kliemann noch einmal einen Anlauf genommen. Das hat sich fünfmal im Kreis gedreht, und schließlich haben sie sich doch ohne Ergebnis verabschiedet, und damit war die Koalition eigentlich zu Ende. Kurz vor Mitternacht. In der SPÖ-Zentrale treffen die Mitglieder des Parteipräsidiums ein. Viele sind übermüdet und verärgert. Viktor Klimas Berater wollten diese Nachtsitzung verschieben. Vergeblich. Die Notlerei muss ein Ende haben. Der SPÖ-Vorsitzende kommt aus dem Kanzleramt. Dort hat er sich mit Heinz Fischer beraten. Klima ist müde. Er fühlt sich zwischen zwei Mühlsteinen zerrieben. Der eine Mühlstein ist die ÖVP, der andere seine eigene Partei. Für mich persönlich und für viele Freunde war in jener Nachtsitzung des Bundesparteipräsidiums der SPÖ eigentlich entscheidend der Eindruck, den wir alle hatten: Die Österreichische Volkspartei will nicht mehr mit uns in diese Regierung gehen. Das war der Punkt. Der Ärger mit der ÖVP erspart es der SPÖ, den Konflikt mit den roten Gewerkschaftern auszutragen. Da ist ja nicht mehr nur meine Unterschrift gegangen. Da ist es ja gegangen, dass sie den Finanzminister verlangt haben, dass sie den Sozialminister verlangt haben. Das waren unannehmbare Forderungen für die Sozialdemokratie. Es war eine grantige Stimmung. Aber nicht innerhalb der Partei, sondern gegenüber dem noch Koalitionspartner Österreichischer Volkspartei. Und wir fühlten uns in vielerlei Hinsicht einfach an die Wand gedrängt. Warten auf eine Entscheidung, stundenlang. Oben im Sitzungssaal schwankt die Stimmung der SPÖ-Funktionäre zwischen Depression und Trotz. Die Oppositionsrolle erscheint plötzlich als Chance. Irrationale Erwartungen werden laut. Viktor Kliemann bleibt am Schluss fast alleine. Er verkündet sein Scheitern. Das Parteipräsidium der Sozialdemokratie hat daher beschlossen, die Forderungen der Österreichischen Volkspartei abzulehnen. Ich hätte die Sitzung um 14:30 vertagt, jetzt am nächsten Nachmittag wieder aufgenommen, vielleicht noch einmal zwischendurch ein allerletztes, letztes Gespräch mit Schüssel geführt, aber
da sich nichts geändert hätte an der Position des ÖVP-Obmanns, wäre der Beschluss nach meiner Sicht auch am nächsten Tag so gefallen. Späte Kritik am Ablauf der Ereignisse. Hätte Klima zu diesem Zeitpunkt noch Autorität in der SPÖ gehabt, hätte er überhaupt keine Sitzung einberufen müssen. Die ÖVP-Spitzen warten im Vorstadthotel. Sie ermächtigen Schüssel zum Handeln. Um 4 Uhr früh ruft er Jörg Haider an. Klar war, in diesen Stunden passiert Entscheidendes, so oder so. In der Nacht vom 20. 21. war es etwa 4 Uhr früh, dass mich Viktor Klima angerufen hat, um zu sagen, es geht nicht, es sind die Verhandlungen gescheitert. Wir hatten vereinbart dann, dass er um 10 Uhr Vormittag zu mir kommt, um mir im Detail zu berichten, mich zu informieren. Und ich wollte danach die weiteren Schritte überlegen. Es rief mich dann kurz danach auch Dr. Schüssel an und wollte dann wir haben vereinbart, dass er um 9 Uhr kommt, also noch vor Viktor Klima. Und so war es dann auch. Rückblende auf den Wahlkampf im Herbst 1999. Haider profitiert von der Lähmung der Koalition. Für Wolfgang Schüssel und die ÖVP ist die Stimmung schlecht. Viktor Klima wirkt mit Fortdauer des Wahlkampfs ferngesteuert. Die ÖVP sackt in den Umfragen ab. Wieder einmal ist Jörg Haider das zentrale Thema. 3 Wochen vor der Wahl riskiert die ÖVP alles. Wenn wir nicht mindestens auf dem 2. Platz sind, gibt's uns nicht in der Regierung. Da werde ich persönlich die ÖVP in Opposition führen. Der 3. Oktober ist Wahltag. An diesem Sonntag beenden die Österreicher das politische System der Nachkriegszeit. Die FPÖ erreicht mit fast 27% ihr bestes Ergebnis. Erstmals zweitstärkste Partei. Die SPÖ ist schwer geschlagen. Depression bei den Funktionären und die bange Sorge, Abschied von der Macht. Die ÖVP verliert, das schlechteste Ergebnis seit 1945. Und feiert. Im Endspurt hat Schüssel kräftig aufgeholt. Jetzt spielt er am Klavier der Macht. Die Volkspartei wiederholt ihre Oppositionsansage. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich widerstrebende Gruppen einigen können. Wir werden daher die Weichen für den Gang in die Opposition stellen. Das war auch die absolute Absicht des Parteivorstandes, auch von mir persönlich. Erst als vom Bundespräsidenten, ich wiederhole es, abwärts bis zu sämtlichen Leitartikeln und natürlich auch viele in der eigenen Partei und viele Beobachter von außen gesagt haben, Freunde, ohne euch geht's nicht. Am 4. Oktober hat es ungefähr ein Drittel gegeben, das unbedingt in die Opposition wollte. Und ein Drittel wollte, glaube ich, wenn es die Bewegung erlaubt, in die Regierung mit den Sozialdemokraten. Das kleinste Drittel war eigentlich jenes, das mit dem Gedanken gespielt hat, mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen. Das ist in Wahrheit in den ersten Wochen überhaupt nicht zur Diskussion gekommen. Der Druck auf die ÖVP nimmt zu. Sie möge wieder mit der SPÖ verhandeln. Im Staatsinteresse. Ich war gerade mit dem Auto am Ring vor der Universität unterwegs, hat mich der Anruf des Herrn Bundespräsidenten erreicht, der mit mir das Gespräch geführt hat, in eine Richtung, ja, es sind ja ohnehin nur einige hundert Stimmen und man könnte ja ohne weiteres auch das Wahlergebnis interpretieren als ex aequo am 2. Platz. Also es stimmt, dass ich sehr gedrängt habe, dass auch die Österreichische Volkspartei wieder bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es waren die Gespräche schwierig, es hat Stimmen gegeben, die meinten, die ÖVP sollte nicht wiederum als Juniorpartner gehen. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, dass die ÖVP sogar den Bundeskanzler stellt. Das Liebäugeln mit einem ÖVP-Bundeskanzler beginnt. In der Volkspartei werden jene Kräfte aktiv, die in einer neuen Koalition mit der SPÖ den Tod der ÖVP sehen. Im Wiener Café Eiles plaudern Jörg Haider und Martin Wartenstein. Der Steirer gilt als Verbindungsmann zur FPÖ. Schon im August 1999 hat Haider die ÖVP wissen lassen, er wäre bereit, mit der ÖVP zu regieren. Der FPÖ-Obmann will seine Partei aus dem Oppositionseck führen. Das Treffen im Café ist ein Signal. Ich glaube, das ist nur deshalb so publik geworden, weil die SPÖ natürlich gleich einmal die Nerven weggeschmissen hat und gesagt hat, das ist jetzt der Beweis, dass die eigentlich schon miteinander einig sind, nur weil der Bartenstein mit dem Haider einen Kaffee getrunken hat. In der Volkspartei gewinnen jene Kräfte an Boden, die eine bürgerliche Wende wollen. Die Beziehung zur SPÖ ist zerrüttet.
Ja, es war durchaus bewusst, dieses Signal zu setzen, weil sonst hätten sich Dr. Heid und ich in einer Umgebung treffen müssen, wo uns ganz sicherlich niemand sieht. Der Abend des 16. November. Jörg Heide ist bei Erwin Pröll zum Essen geladen. Er will vom VP-Politiker Pröll wissen, ob die mächtige niederösterreichische ÖVP für Blau-Schwarz offen sei. Und Pröll fragt Heider, wie ernst er es mit seiner Bereitschaft zum Regieren meint. Ich habe damals eigentlich keine Bevorzugung einer Koalition oder eines Partners von Jörg Haider orten können. Ich habe nur gemerkt, dass Jörg Haider offen ist, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Ich glaube, dass das schon wichtig war, dass er gesehen hat, dass wir hier nicht taktieren, sondern ernsthafte Überlegungen haben. Und umgekehrt, ich sehen konnte, dass die zweifelsohne mächtige niederösterreichische ÖVP auch ernsthaft einen Veränderungswillen hat und Erwin Pröll durchaus sich eine neue Regierungskonstellation vorstellen kann. Die Zeit der Rituale beginnt. Bundespräsident Klestil kann Viktor Klima keinen Auftrag zur Bildung einer Regierung geben, da der SPÖ-Chef damit sofort scheitern würde. Daher wird sondiert. Weil weder Kanzler noch Präsident einen Ausweg aus der Pattsituation wissen, spielen sie auf Zeit. Viktor Klima hat nur eine Chance. Er muss die Volkspartei wieder als Partner in eine Koalition zwingen. ÖVP-Chef Schüssel soll unter Druck gesetzt werden. Thomas Klestil und geballte Medienmacht sollen ihm dabei helfen. Der Bundespräsident hatte, glaube ich, nur die Wahl, entweder wieder auf eine Neuwahl zu drängen oder zu sagen, die drei Gruppen sollen miteinander intensiv Gespräche führen und es werden sich vielleicht in diesen sogenannten Sondierungsgesprächen Sachübereinstimmungen ergeben, auf deren Basis man dann doch Regierungsverhandlungen führen kann. Die Gespräche haben dazu geführt, dass die ÖVP aus der Oppositionsposition herausgefunden hat. Die Sondierungsgespräche waren die einzige Möglichkeit, um plausibel erklären zu können, dass man jetzt sofort in die Opposition geht. Und da war es eigentlich so, dass die Sondierungsgespräche mit den Freiheitlichen aus meiner Sicht Gespräche waren, die man geführt haben, weil es der Bundespräsident gewünscht hat, aber die nicht auf das Erzielen eines Verhandlungsergebnisses hin orientiert waren. Die ÖVP legt es anders an. Anfang November verhandeln ÖVP und FPÖ das erste Mal offiziell. Und es geht gleich hart zur Sache. Am 2. November haben wir alle großen Brocken, wo wir geglaubt haben, naja, nach diesem Wahlkampf können wir mit den Freiheitlichen sicherlich nicht zusammenkommen. Aber jetzt hinterfragen wir das einmal. Also diese ganzen großen Brocken sind am 2. November bereits besprochen worden. Und da war uns dann danach klar, dass es also im Zweifelsfalle geben würde. Das Ergebnis, das wir jetzt haben, wäre nicht möglich gewesen, wenn man nicht diesen mühevollen Weg beschritten hätte vom 4. Oktober bis zum 4. Februar. Ende November spüren die mächtigen Freunde einer SPÖ-geführten Koalition, dass etwas falsch läuft. Die Kronenzeitung attackiert ÖVP-Chef Schüssel. Kommentare von besonderer Seite geben die Meinung des Bundespräsidenten wieder. Die Volkspartei nutzt den öffentlichen Druck als Begründung, ihre Oppositionsbeschlüsse aufzugeben. Klima wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Ich habe den Vorsitzenden der stimmenstärksten Partei, Herr Magister Viktor Klima, mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragt. Der Verbindungsgang zwischen Kanzleramt und Außenministerium. Klima und Schüssel gehen ab jetzt fast täglich. Die Verhandler der Volkspartei fühlen sich in einer starken Position. Die ÖVP weiß, dass sie zwei Möglichkeiten hat. Mit der FPÖ kann sie nach 30 Jahren den Kanzler stellen. Mit der SPÖ ein Maximum an inhaltlichen Positionen verhandeln. Von den Medien abgeschirmt werden Gespräche inszeniert. Um Weihnachten kommen die wahren Probleme auf den Tisch. Das Budgetdefizit droht zu explodieren. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Vorschläge gehabt, wie man mit dieser Finanzmisere, die ja objektiv nachgezeichnet wurde, fertig wird. Und wenn mir eines klar war, ich gehe ganz sicher nicht mehr in eine Koalition hinein mit den Sozialdemokraten, wo diese Lebensfragen für einen Staat nicht einwandfrei geklärt sind. Ich war in der Phase eher optimistisch, dass wir etwas zustande bringen. Allerdings hat es da einige Störlaute aus der ÖVP gegeben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dann so Mitte Jänner
Da ist dann eine gewisse Ehrlichkeit in den Verhandlungen eingekehrt. Da hat sich vor allem auch Bürgermeister Häupl, Heinz Fischer und andere doch massiver eingebracht. Aber am Ende hat man gesehen, es reicht nicht mehr und die Partei trägt es nicht mit. Ich habe den Eindruck gehabt, dass, wie man in Wien so schön sagt, immer ein Scheiferl nachgelegt wird. Also man stellt bestimmte Forderungen, die werden erfüllt, darauf kommt man mit neuen Forderungen, die werden erfüllt, darauf kommt man mit neuen Forderungen. So war es ja letztendlich dann auch. Zwischen Gewerkschaft und SPÖ-Verhandlern bricht der Konflikt auf. Finanzminister Rudolf Edlinger muss zum Rapport vor die ÖGB-Spitze. Edlinger ist der Überbringer der schlechten Nachricht. Die geplante Pensionsreform wird von den SPÖ-Gewerkschaftern abgelehnt. Wir haben ihm sehr freundschaftlich, kollegialer Art gesagt, dass diese Vorstellungen alle nicht, so wie er sie vorgelegt hat, verwirklichbar sind. Auch in der ÖVP entfernt sich die Parteibasis von der rot-schwarzen Koalition. Der VP-Arbeitnehmerflügel legt sich insgeheim auf Schwarz-Blau fest. Andere Gruppierungen folgen. So zum Silvester herum sind dann die dreiesten aller Dreien am Telefon gewesen und gesagt, du, also das wird knapp werden. Also wenn du uns eine große Koalition noch einmal vorschlagst, dann musst du sie sehr gut begründen. Und da habe ich gewusst, dass sich da eine Wende abspielt. Am 9. Jänner versammeln sich die ÖVP-Spitzen hier am Tulbinger Kogel bei Wien. Um den Jahreswechsel wird ein Stimmungswandel deutlich. In Probeabstimmungen quer durch die Partei lehnen immer mehr ÖVP-Funktionäre eine neue Koalition mit der SPÖ ab. Die Landeschefs berichten Schüssel über die Wendewünsche der Basis. Die Steirerin Waltraud Klasnick rät dem Parteichef, er möge sich nach einer neuen Braut umschauen. Es war nach Weihnachten ziemlich klar, dass Wolfgang Schüssel wieder eine Koalition mit den Sozialisten haben möchte. Da war eine entscheidende Sitzung am Tulbinger Kogel, die nicht ganz einfach war für ihn, weil da hat es schon ein gewisses Murren, ein teilweises gegeben. Zeitungen berichten tags darauf über eine Revolte gegen Schüssel. In Sachfragen kommen sich Rot und Schwarz in diesen Jännertagen näher. Ich habe in dieser Zeit eigentlich angenommen, dass wir kurz vor einem positiven Abschluss stehen. Weil es hieß, dass 80%, manche sagten sogar 90% der Fragen positiv, einvernehmlich gelöst sind. Die restlichen 10% entscheiden. In den Verhandlungen spricht Gewerkschafter Nürnberger die Pensionspläne an. Er sagt nein. Viktor Klima geht zum nächsten Punkt weiter. Diskutiert wird nicht. Ich habe von der ersten Minute an auch in den Vorbesprechungen der sozialdemokratischen Verhandler, wie diese Pläne auf dem Tisch gelegt worden sind, darauf aufmerksam gemacht, dass das von uns insgesamt, von den Gewerkschaften, das war nicht meine persönliche Entscheidung, insgesamt nicht mitgetragen werden kann. Und es war dann einmal im Plenum, wo beide Verhandlungsteams verhandeln, am 16. Jänner, habe da noch kurz in den Annalen geblättert und da hat Molterer erklärt, das ist nicht verhandelbar, diese Pensionsfrage. Wenn das gewünscht ist, steht die ÖVP vom Tisch auf und verlässt den Verhandlungstisch. Da ist etwas meiner Meinung nach schiefgelaufen. Erstens hat die Gewerkschaft am Montag zum ersten Mal signalisiert, dass sie inhaltlich nicht mitgehen kann. Weniger der Chefverhandler der sozialdemokratischen Gewerkschaft, der Rudolf Nürnberger. Ich glaube, dass der sich durchaus vorstellen hätte können, dieses Paket mitzutragen. Dass aber offensichtlich die Kommunikation von der SPÖ-Spitze zu den Gewerkschaften nicht mehr richtig funktioniert hat. Dienstag, 18. Jänner. SPÖ und ÖVP haben sich auf einen 220 Seiten starken Koalitionspakt geeinigt. Jetzt müssen die Parteigremien zustimmen. Das SPÖ-Präsidium und der ÖVP-Vorstand tagen parallel, zeitgleich. Schon am Nachmittag hat sich die SP-Gewerkschaft auf eine Ablehnung des Papiers eingeschworen. Pensionsreform, Beamtenabbau und Budgetsanierung, das ist zu viel für den ÖGB. Die meisten SPÖ-Präsidiumsmitglieder kennen die Vereinbarung gar nicht. Sie stimmen zu, ohne den Pakt gelesen zu haben. Erst auf Druck Nürnbergers werden die 220 Seiten kopiert und verteilt. Am Ende der Sitzung. Das war noch xeroxfeucht. Das war wirklich die Information sehr, sehr spärlich. Es waren viele Abgeordnete im Detail nicht informiert. Es ist im Parteivorstand diskutiert worden, ohne dass die Betroffenen das gesamte
vorgesehenen Übereinkommen lesen konnten. Also da ist sicherlich in der Frage der Information vieles hätte man besser machen können. Ja, und wir müssen um Mitternacht kommt es in der ZIB 3 zu einem offenen Streit zwischen Andreas Rudasch und Elisabeth Gera. Der Herr Bundeskanzler wird uns das erklären. Er wird es uns mitteilen, ob es ein volles Jahr ist. Vorerst noch. Es geht um die Frage, hat die SPÖ den Pakt nun einstimmig beschlossen oder nicht? Rudasch sagt ja. Er sagt nicht, dass die Gewerkschafter Nürnberger und Verzetnitsch im SPÖ-Präsidium kein Stimmrecht haben. Der ÖVP-Vorstand hat mit 4 Gegenstimmen den Pakt angenommen. Aber er stellt Bedingungen. Gewerkschafter Nürnberger muss unterschreiben und die ÖVP will den Finanzminister eintauschen. Offensichtlich schlecht informiert. In der großen Erleichterung, dass wir im Präsidium dann Einstimmigkeit erzielt haben, hat der Andreas Rudasch dem Fernsehen nach der Sitzung ein kurzes Interview gegeben, wo er, soweit ich mich erinnere, diese Einstimmigkeit erfreut berichtet hat und gefeiert hat, aber in einer Art und Weise, wo dann eben die Position der Gewerkschaften nicht genügend und in balancierter Weise betont wurde. Ich war eigentlich wie vom Donner gerührt, denn ich vertrete die Meinung, wenn ich bei Verhandlungen dabei bin, dort nicht Nein sage, dann muss ich das Verhandlungsergebnis auch mittragen. Ich habe es wirklich überhaupt nicht verstanden, diese Diskussion. Und ich glaube, dass diese Diskussion dann der Anfang war, dass sich in der SPÖ eine andere Meinungsbildung ergeben hat. Einen Tag später, die Stimmung unter den SPÖ-Abgeordneten kippt. Der Druck von der Funktionärsbasis nimmt zu. Mitarbeiter Klimas beklagen den Realitätsverlust vieler Parteigenossen. Klima und die SPÖ-Verhandler haben sich von der eigenen Partei abgekoppelt. Ich bin es persönlich auch gewöhnt, wenn ich wo eine Unterschrift gebe, wenn ich zusage, dass das vis-à-vis sich halten kann, dass ich dann auch zu dieser Vereinbarung stehe, auch für die dazu stehen, die ich repräsentiere. Das hätte meine Unterschrift nichts genützt. Denn es waren mehr als 2/3 des sozialdemokratischen Parlamentsgruppen dagegen. Es ist darum gegangen, dass wenn ich unterschreibe, dass die Garantie gegeben ist, dass alle Abgeordneten der Sozialdemokratie, vor allem die zur Gewerkschaftsbewegung ein nahe Verhältnis haben, auch im Parlament dies mittragen. Ich habe für mich gesehen, ohne Unterschrift des Gewerkschaftsbundes kann das nicht gut gehen. Und als dann endgültig klar war, dass Nürnberger die Unterschrift unter das Paktum nicht setzt, war für mich klar, mit der SPÖ geht es sicher nicht mehr. Der 21. Jänner. Die SPÖ hat in der Nacht alle Verhandlungen mit der ÖVP abgebrochen. VP-Chef Schüssel macht am Morgen danach Druck auf den Bundespräsidenten. Er nimmt alle Landesparteiobleute mit zum Termin in der Hofburg. Die Volkspartei will vom Klestil eine Antwort auf 3 Fragen. Daher wollten wir wissen, wie steht der Bundespräsident zu der Frage einer Minderheitsregierung. Wir haben klargemacht, dass wir das in keinem Fall unterstützen werden. Wir wollten wissen, ob eine rot-blaue Koalition möglich ist. Und wir wollten wissen, ob eine allfällige Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ die Zustimmung des Bundespräsidenten finden würde. Ich hatte bei dem Gespräch den Eindruck, dass einige Mitglieder dieser Delegation, nenne ich das jetzt, erwartet oder erhofft hätten, dass ich entweder sofort Wolfgang Schüssel den Regierungsbildungsauftrag gebe oder zumindest eine Zusage in dieser Richtung mache. Nachdem aber schon innerlich bei vielen die Entscheidung auf unserer Seite gefallen ist, es doch mit den Freiheitlichen zu versuchen, war das nicht gerade der angenehmste Kaffee, den wir alle je beim Bundespräsidenten getrunken haben. Kohl notiert danach im Tagebuch. Aha, 9 Uhr Landeshauptleut und Schüssel bei Klestil. Klestil sagt alles, nur nicht schwarz-blau. Das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. Nach der ÖVP kommt Kanzler Klima in die Hofburg. Er will jetzt eine SPÖ-Minderheitsregierung wagen. Vorbereitungen dafür gibt es kaum. Jetzt wäre blitzartiges Handeln notwendig gewesen. Im 4-Augen-Gespräch gibt der Bundespräsident Klima grünes Licht. Ich habe Magister Klima ersucht, nun mit allen Chefs der im Parlament vertretenen Parteien Gespräche aufzunehmen. Vor den Kameras heißt es, Klima soll noch einmal mit allen Parteien Gespräche führen.
Der Bundespräsident, Bundespräsident verfolgt in der Hofburg die Mittagszip. Viktor Klima verkündet dort, er habe den Auftrag, eine Minderheitsregierung unter SPÖ-Führung zu bilden. Überraschung bei Thomas Klestil. Ich werde daher eine Regierung bilden, die von der SPÖ geführt ist. Ich habe ihm vorgeschlagen, und das war auch sein Vorschlag, dass wir hier auch unabhängige Experten mit einbeziehen. So klar sollte das nicht gesagt werden. ÖVP-Minister rufen in der Hofburg an. Klestil korrigiert Klima. Es war das ein letzter Versuch, noch ein paar Tage, auf die sollte es nach der langen Zeit, die schon verstrichen war seit dem 3. Oktober, nicht mehr ankommen, noch einmal einen letzten Versuch, Viktor Klima unternehmen zu lassen. Ich kann nur sagen, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, dass der Bundespräsident und Klima handelseins waren, dass es der richtige Weg ist, eine sozialistische Minderheitsregierung mit freiheitlicher Unterstützung zu bilden. Aussendung Nummer 3 erklärt alles zum Missverständnis. Der Bundeskanzler hat sozusagen aus der Vielzahl der Palette der Möglichkeiten, die ihm der Bundespräsident angeboten hat, eine allein herausgenommen, und mit der ist er dann gescheitert. Die vierte Erklärung an diesem Tag. Klestil bestätigt Klimas Position. Gerüchte. Das Undenkbare ist zum Greifen nahe. Die FPÖ unterstützt eine SPÖ-Minderheitsregierung. Klestil und Klima reden mit Haider. Panik in der Volkspartei. Ärger über den Bundespräsidenten. An diesem 21. hat uns die Nachricht erreicht, dass erstens die SPÖ in frühen Morgenstunden die Regierungsverhandlungen abgebrochen hat. Zweitens der Herr Bundespräsident den Herrn Bundeskanzler mit der Bildung einer Minderheitsregierung beauftragt hat, dass am Nachmittag diese Minderheitsregierung gebildet wird, dass wir unsere Büros räumen sollen. Um 14 Uhr würde die neue Regierung angelobt und um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr kommen die Minister und es sind die Büros zu übergeben. Ein entscheidendes Wochenende für die Republik. Viktor Klima sucht Minister für seine Minderheitsregierung und bekommt Absagen. Jörg Haider erhält verlockende Angebote. Thomas Klestil will eine weiche Landung der FPÖ. Unter einem roten Kanzler sollte es keine Proteste gegen blaue Minister geben. Es war ein sehr konkretes Angebot, das darin bestanden hat, die FPÖ unterstützt eine Minderheitsregierung, mindestens ein Jahr. Sie entsendet dafür drei der FPÖ nahestehende oder der FPÖ-Anhängerschaft entstammende Minister, über deren Kompetenzen man Verhandlungen führen müsste. Man einigt sich auf ein Budgetprovisorium oder ein Budgetprogramm für ein bis zwei Jahre und definiert gemeinsam den Zeitpunkt von Neuwahlen. Meine Gegenposition war eigentlich, dass ich gesagt habe, ich würde das Ganze wirklich auf einer offiziellen Ebene schriftlich haben. Das hat Klima durchaus als richtig und wichtig erkannt. Der Bundespräsident hat ihm sogar aufgetragen, vier Freiheitliche ins Kabinett zu übernehmen. Und er dürfte sich in der letzten Phase dann da ein bisschen überhoben haben. Ja, von mir ist das Ansinnen gekommen an die Freiheitliche Partei, eine sozialdemokratische Minderheitsregierung für einen bestimmten Zeitraum im Parlament zu dulden und keinen Misstrauensantrag einzuleiten. Aber Haider hat ziemlich klar zu verstehen gegeben, dass ihm eine offene Regierungskoalition zwischen ÖVP und Freiheitliche lieber ist als eine Unterstützung einer sozialdemokratischen Regierung. Karl Schlögl war zu einem schriftlichen Pakt bereit. Vielleicht wollte er gar mehr. Klima zögert. Er berichtet Klestil. Dieser drängt. Doch in der SPÖ gibt es Widerstand. Der Bundeskanzler zieht in der SPÖ nicht mehr die Fäden. Wiens Bürgermeister Michael Häupl steigt auf die Notbremse. Eine stillschweigende Unterstützung einer Minderheitsregierung bringt ja dem Stillschweiger nicht wirklich irgendeinen politischen Sinn. Ich meine, das ist ja teilweise ein bisschen eine Absurdität. Ich unterstütze jemanden und rede nicht darüber. Das ist ja altruistisch. Das ist ja wie eine karitative Organisation. Und man kann der FPÖ ja viel vorwerfen, aber sicher nicht, dass sie eine karitative Organisation wäre. Burschen, geht's mit mir zum Klestil? Am Montag vergibt die zögernde SPÖ ihre letzte Chance, an der Macht zu bleiben. Der Bundespräsident akzeptiert eine Zusammenarbeit Jörg Haiders mit den Sozialdemokraten. Doch der FPÖ-Obmann will einen schriftlichen Pakt und eine rasche Entscheidung. Andernfalls werde er handeln. Naja, in Wirklichkeit war es ja ein
indirekter Regierungsauftrag, den er erteilt hat, denn als ich nach dem letzten Gespräch mit Klima bei ihm war, hatte ich nachher noch ein Gespräch mit Schlögl und habe dem Bundespräsidenten aber gesagt, wenn sich bis heute Abend die Dinge nicht wesentlich ändern, bitte nimm zur Kenntnis, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir mit der Österreichischen Volkspartei offiziell Verhandlungen aufnehmen. Und er hat dann in meiner Erinnerung gesagt, ja, da möchte ich aber auch wieder und weiterhin über den Stand eurer Bemühungen informiert sein, um dann meine Entscheidungen zu treffen. Ich wurde informiert, zuerst von Dr. Haider, dann auch von Dr. Schüssel, dass beide nun Gespräche aufnehmen zur Bildung einer Regierung. Und ich habe das zur Kenntnis genommen, gebeten, weiterhin informiert zu sein. Und daher ist richtig zu sagen, ich habe nicht gesagt, dass das unmöglich sei. Am Abend sind die Würfel gefallen. Der FPÖ-Vorstand tagt im Plaza-Hotel. Haider lässt sich die Koalition mit der ÖVP bestätigen. Für eine rasche Teilhabe an der Macht muss Haider persönlich zurückstecken. Kanzler wird er nicht. Ein Teil der Führungsschicht missbilligt Haiders Regierungskurs und setzt auf Neuwahlen. Doch jetzt geht es Schlag auf Schlag. ÖVP-Klubobmann Andreas Kohl lädt die FPÖ-Spitze zu Kaffee und Kuchen. In seinem Wohnzimmer vereinbaren Haider und Schüssel die Bildung einer Mitte-Rechts-Regierung. Die Verhandlungsergebnisse trägt der Gastgeber penibel in sein Tagebuch ein. Auch Haider notiert, vorzüglichen Kaffee gehabt. An diesem Wochenende gab es dann ein Treffen beim Andreas in der Wohnung. Es war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls klar, dass es nur mehr diese Möglichkeit gibt. Die einzige noch offene Alternative wären Neuwahlen gewesen. Und daran hat eigentlich niemand wirklich Interesse gehabt. Das hätte auch das Land in eine doch viel, viel größere Schwierigkeit und Krise gestürzt. Daher der ehrliche Wille von beiden Seiten war sicherlich da, zu einer Lösung zu kommen. Aber wir haben nichts vorbereitet gehabt. Mehrere Teams von ÖVP und FPÖ verhandeln ab jetzt parallel. Bald schwärmen alle vom tollen Gesprächsklima. Doch eine Frage bleibt. Warum verzichtet Haider auf einen sicheren Erfolg bei raschen Neuwahlen? Warum riskiert die FPÖ eine Regierungsbeteiligung in schwieriger Zeit? Haider sagt, nur in diesem Moment habe er der ÖVP den Bundeskanzler anbieten und sie damit locken können. Ich glaube, dass ein ganz wesentliches Moment darin bestanden hat, dass der ÖVP klar war und dem Parteiobmann klar war, dass die Freiheitlichen nicht um jeden Preis, wenn ich es einmal so formulieren kann, den Kanzleranspruch erheben. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis für die ÖVP, sonst hätte sie sich aus meiner Sicht nie aus der Umarmung der SPÖ gelöst. Denn das ist, glaube ich, für die Zukunft unseres Landes. Noch ein letztes Mal versucht Thomas Klestil, die Initiative wiederzuerlangen. Der Präsident überlegt, EU-Kommissar Franz Fischler als Bundeskanzler mit der Bildung einer Expertenregierung zu betrauen. Doch der Tiroler winkt ab. Er hält die Idee des Bundespräsidenten für unrealistisch. Er selbst stehe nicht zur Verfügung. Das ist so in diese Richtung gegangen, aber nicht so sehr, ob ich bereit bin, sondern ob das überhaupt eine denkbare und eine funktionierende Lösung ist. Und ich habe ihm da von vornherein gesagt, ich kann da also nur abraten, ich wäre sowieso nie bereit dazu gewesen. Mit Beginn der Regierungsgespräche sind ÖVP und FPÖ zum Erfolg verdammt. Weder der eine noch der andere kann sich jetzt ein Scheitern leisten. Die Gefahren sind groß. Eine Staatskrise droht. Die ÖVP hat hier sicherlich ein großes Risiko auf sich genommen, denn wären wir jetzt ein unseriöser Partner gewesen, ein unseriöser Verhandlungspartner auch bei den Sondierungsgesprächen, dann hätten wir ja jetzt dann den Preis so hochschrauben können für eine Regierungsbeteiligung, wo letztlich der Ausgang dann unsicher gewesen wäre. Wie groß das Risiko ist, zeigt sich bereits Tage vor der Angelobung. Bei der OSZE-Gipfelkonferenz in Istanbul ist Österreichs Regierungsbildung und die FPÖ ein Thema des Tischgesprächs der Präsidenten. Später wird Außenminister Schüssel an den Tisch gebeten. Ich erinnere mich an die Gipfelkonferenz der OSZE in Istanbul, wo einige der europäischen Staatsmänner meinten, dass eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aus ihrer Sicht nicht gut sei. Und in diesen entscheidenden Tagen gab es dann auch Anrufe, sowohl bei mir als auch bei Klima, als auch bei Schüssel. Also es hat der Vorsitzende der Europäischen Union, der portugiesische Premier Guterres, einige Male angerufen. Es hat einmal
Chirac angerufen und es hat Aznar angerufen, eigentlich sehr stark damals und mit einem Ausschluss der ÖVP aus der Europäischen Volkspartei gedroht. Ich habe über all die Gespräche den Dr. Schüssel informiert, beziehungsweise er war informiert, weil er die gleichen Anrufe erhalten hatte. Um 9.50 Uhr, nach meinen Aufzeichnungen, hat Chirac angerufen. Lieber Andreas, ihr müsst jetzt den Klima bei einer Minderheitsregierung unterstützen. Und er hat das auch ganz klar gesagt, ihr kriegt dann 4 Minister und es gibt dann ein halbes Jahr, 2 Budgets und dann Neuwahlen. Und dann ist die Gefahr Haider gebannt. Also Chirac war da sehr genau instruiert. Während Schüssel und Haider in einem Vier-Augen-Gespräch beim Mittagessen im Hotel Sacher die Koalitionsinhalte besprechen, machen einige EU-Staaten Druck. Der portugiesische Ministerpräsident Guterres wird vorgeschoben. Die Optik ist unglücklich. Guterres ist auch Vorsitzender der Sozialistischen Internationale. Da saß ich mit dem Wolfgang Schüssel beim Mittagessen. Und da hat der Herr Guterres angerufen. Er war in Berlin. Hat offenbar den Genossen Schröder gerade um sich gehabt und dort haben sie einiges ausgeheckt. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo wir miteinander noch nicht eine Vereinbarung hatten oder wo wir uns noch nicht einig waren, der Versuch vom Ausland her, von der EU-Seite her, Druck auf den Verhandler Schüssel zu machen. Es hat die belgische Regierung verlangt oder vorgeschlagen, unterstützt durch Chirac, eine gemeinsame Reaktion im Sinne von Beobachtung, so habe ich es interpretiert, als ich dann die Briefe sah. Die Portugiesen haben sich dieser Meinung angeschlossen, man wird überlegen, eine gemeinsame Reaktion. Das war unser Wissensstand. Das war Freitag und am Montag, das war der 31. Jänner, kamen dann völlig unerwartet diese drei Punkte, die bekannten Maßnahmen der 14 gegen Österreich, von denen weder Schüssel noch, meine ich, Klima, noch ich, das weiß ich sicher, Bescheid wusste vorher. Das letzte Jännerwochenende. Haider ist in Feierstimmung. Der FPÖ-Chef wird 50, aber kein bisschen leise. Das Geburtstagsfest auf der Gerlitzen wird zum europäischen Medienereignis. Haider weiß von den kritischen Reaktionen der EU auf eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. Im Überschwang der Gefühle attackiert der FPÖ-Obmann die belgische Regierung und den französischen Staatspräsidenten. Der Chirac ist ja einer von jenen Politikern in Europa, der in den letzten Jahren ja wirklich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass leider eben diese sehr provokativen Äußerungen des Landeshauptmann Haider in dieser kritischen Phase schon wesentlich dazu beigetragen haben, dass dann in dieser Schärfe diese Sanktionen gekommen sind. Haider wird zu Thomas Klestil in die Hofburg zitiert. Der Bundespräsident rügt die Wortwahl des FPÖ-Obmanns. Es nützt nichts mehr. Auch europäische Regierungschefs reagieren aus dem Bauch heraus. Übers Wochenende sind aus der angekündigten Beobachtung Österreichs handfeste Sanktionen geworden. Beispiellos in der Geschichte der Europäischen Union. Schüssel und Klestil werden vom Fax der EU-14 überrascht. Sanktionen im Namen der portugiesischen EU-Präsidentschaft. Während ich beim Bundespräsidenten war, ist dann diese Stellungnahme veröffentlicht worden, eigentlich entgegen der Absprache, denn es hieß, dass das nicht veröffentlicht werden soll und dass das eigentlich nur ein Art Vorratsbeschluss ist und da gibt es ja viele Gerüchte, wie Sie wissen. Die Androhung von Sanktionen für den Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung kommt zu spät. Keiner kann mehr zurück. Nicht Wolfgang Schüssel, nicht Jörg Haider, auch nicht Thomas Klestil. Die Reaktion der 14 entpuppt sich als politische Fehleinschätzung. Wenn es tatsächlich richtig gewesen wäre, dass es darum gegangen ist, diese Regierungsbildung zu verhindern, dann hätten müssen diese 14 Regierungschefs von Beginn an sagen, mit so einer Regierung sind wir nicht einverstanden und wenn es zu dieser Regierung kommt, dann ist die Konsequenz ABC. Das ist nie passiert. Der europäische Druck erzwingt eine rasche Einigung von ÖVP und FPÖ. Letzte Verhandlungsrunde im Parlament. Der zwischen ÖVP und SPÖ ausverhandelte 220 Seiten dicke Regierungspakt wird zur Vorlage für das schwarz-blaue Abkommen. Gegen Mitternacht am 1. Februar ist es soweit. Die Einigung. Verkündet wird sie im Parlament. Meine Damen und Herren, wir haben uns heute Abend über ein inhaltliches Reformprogramm für Österreich geeinigt. Und sind daher in der Lage, nach Abschluss unserer heutigen Arbeiten dem Bundespräsidenten
ein anspruchsvolles Reformprogramm anzubieten. Noch gibt der Bundespräsident den Weg nicht frei. Zuerst streicht er zwei FPÖ-Politiker von der Kabinettsliste. Hilmar Kabas und Thomas Prinzhorn. Für Prinzhorn kämpft der FPÖ-Chef. Aber Klestil bleibt hart. Noch einmal lädt der Präsident alle ÖVP-Landeshauptleute in die Hofburg. Erinnert sie an ihre Verantwortung. Noch einen symbolischen Akt verlangt er. Die Unterzeichnung einer Erklärung über die europäischen Werte. Die sogenannte Präambel. Sie ist als Signal ans Ausland gedacht. Es ist ein Ventil für den Präsidenten. Damit ist der Akt gesetzt. Ich habe die Präambel zur Regierungserklärung allen 14 Staats- und Regierungschefs zur Kenntnis gebracht. Ich habe Guterres, dem Vorsitzenden der Europäischen Union, einen Brief geschrieben. Ich habe ihm noch einmal einen Brief für alle 14 geschrieben, um die Argumente darzulegen, dass es falsch sei, solche Maßnahmen gegen Österreich zu beschließen. Der 4. Februar, ein Jahr danach. Der Tag der Wende. Erinnerungen. An den Gang durch den Tunnel. Erinnerungen an die Umstände der Angelobung. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes ernenne ich Sie, Herr Dr. Wolfgang Schüssel, zum Bundeskanzler. Der unerfreuliche Höhepunkt dieses Tages war sicherlich die Stimmung bei der Angelobung selber. So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben und sowas wünsche ich auch keinem anzugelobenden Regierungskollegen, wann immer das der Fall sein mag. Es war Atmosphäre wie in einem Eiskasten oder wie in einer Tiefkühltruhe. Und da ist es ungemütlich. Natürlich hätte der Bundespräsident ganz jemanden anderen ernennen können, beauftragen können. Er hat in der Hand zu ernennen, zu unterschreiben oder nicht zu unterschreiben. Das ist seine Verantwortung, die nimmt ihm niemand ab. Ich habe ihm das auch gesagt. Wenn du kein Vertrauen hast zu dieser Regierung, dann darfst du uns nicht angeloben. Neuwahlen wären die Alternative gewesen. Der Bundespräsident hatte keine. Es haben tausende Demonstranten am Ballhausplatz lautstark demonstriert. Die Regierung musste unterirdisch in die Hofburg kommen. Dass mir die Sorge um das Land ins Gesicht geschrieben war, ist eigentlich nicht verwunderlich.